Heimkino-Freunde, wir präsentieren euch hier den brandneuen Hisense PL2 und im Hintergrund Ecki Schmidt. Ja! Hallo, der Schmidt bitte. Nein, kein Messeratem. Wirst du jetzt gleich den brandneuen PL2 auspacken. Genau, ganz also, nach dem Motto, ein neuer Tag, ein neuer Hisense Laser TV. So, wie ihr seht, wirklich brandneu. Der Beweis hier. So, da machen wir den mal auf. Wie bei Möbeln, nicht ins Gerät stechen. Ne? Genau. So. Ich bin gespannt, wie er vom Design her aussieht. Ich glaube, da. So. Obligatorischen weißen Handschuhe. Genau. Die ziehen wir jetzt nicht an. Da haben wir schon die erste Verbesserung tatsächlich. Sehen wir jetzt schon direkt. Bisher waren ja bei den Laser-TVs bei Hisense eher die Sparmodelle an Fernbedienung. Und jetzt haben wir das Luxusmodell. War auch schon beim PX, oder hier, in die Kamera kann man auch mal halten. Genau. Beim PX3 dabei. Das ist die Solar befeuerte Fernbedienung, nicht? Die volle Ausbaustufe dabei Hisense. So, das sind das Stromkabel und hier diese Tischklebeecken. Damit kann man den Laser-TV auf dem Lowboard fixieren. Ja, und jetzt zum eigentlichen Gerät. Mal so ein bisschen schlampig eingepackt, finde ich, Hisense. Das könnt ihr besser. Das ist also. Die Japaner machen das schön. So, da haben wir ihn. Und wie du siehst, Kai, das Design ist absolut identisch zum kleinen Bruder oder Vorgänger, wie man es sehen will, PL1. Da gibt es optisch tatsächlich überhaupt gar keinen Unterschied. Noch nicht mal in den Farben. Aber das ist auch nicht unbedingt ein Nachteil, denn der PL1 war schon optisch sehr gelungen, ist ein sehr kompaktes Gerät, hat hier oben so eine transparente Acrylscheibe. Von unten ist die bedruckt mit einem gebürsteten Metalllook und hier vorne die Stofffront. Also ein kompaktes und unauffällig elegantes Gerät. Ja. So. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was er kann. Und dazu werden wir den jetzt anschließend einrichten und zeigen. Also wir wissen zwar schon, was die Neuerungen sind. Ja, also die Fernbedienung vor allen Dingen. Genau, das können wir jetzt gleich mal führen. Und genau, ja, melden wir uns, sobald wir ein Bild haben, wieder. Genau, bis gleich. Lieber Ecki, jetzt hast du den Laser-TV aufgebaut. Hier steht ja nun der Hisense PL2. Richtig, etwas rudimentär aufgebaut, könnte man noch perfekter machen mit der Geometrie. Ja, was kann der Neues? Erstmal zum Setup. Wir haben hier den PL2 mit einem CLR-Screen, also der speziellen Ultra-Kurzdistanz-Screen, die ein sehr homogenes und sehr kontrastreiches Bild erzeugen, aber auch viel Lichtkosten gehen deutlich unter 1. Und in Kombination mit einer Bildgröße, wir haben hier 120 Zoll, also ein richtig großes Bild. Geringer Gain, großes Bild bedeutet, man braucht viel Licht beim Laser-TV. Und damit sind wir beim ersten großen Vorteil gegenüber dem PL1, den dieses Gerät hat. 2700 Ansilumen. Und der Vorgänger? 2100. Richtig. Also 600. 600 Lumen Unterschied, das ist schon wirklich viel. Ja. Das sieht man auch mit den Augen. Und ich hoffe, man sieht das auch auf YouTube, dass das Bild richtig, trotz dieser Größe, richtig schön strahlend hell ist. Das ist wirklich vielleicht der größte Vorteil gegenüber dem Vorgänger, PL1. An dieser Stelle eigentlich nochmal angemerkt, die PL-Serie, das ist die günstigere Serie bei Hisense, das sind Laser-Phosphor-Geräte. Die haben blaue Laserdioden und erzeugen die anderen Grundfarben, Rot und Grün, mit Phosphor. Und dann gibt es die PX-Reihe, das sind die echten RGB-Laser. Die sind aber auch deutlich teurer, da kam ja auch gerade der neue, der PX3 raus.
der kostet 500 Euro mehr als er. Genau. Der kostet 3.000 und er kostet 2.500. Aber der hat jetzt nochmal ein ganz spezielles Key-Feature. Und zwar genau sehen wir ja hier den Abstand. Obwohl der jetzt 120... Da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt und bleiben bei der Bildgröße. Je größer das Bild, desto besser. Und 120 Zoll, das war beim Vorgänger... brauchte das ein sehr schon noch deutlich mehr Abstand und damit ein tieferes Lowboard oder weiteres Abrücken, was ja auch nicht schön ist. Er ist jetzt von dem Abstand geringer geworden und kann diese 120 Zoll eben, bei 100 Zoll wäre er noch viel näher dran, da könnte man noch viel schmaler agieren, weniger Abstand eben als beim PL1. Ja. Dann sehe ich hier gerade, du hast hier ein Solarpanel. Ja, genau. Und die Fernbedienung, das ist die neue, das haben wir ja schon beim Unboxing gezeigt. Das ist jetzt die vollwertige Hisense-Fernbedienung. Die aktuelle hat hier alle möglichen Shortcuts. Hat eine Solarzelle. Ich halte das persönlich ein bisschen für Spielerei, denn die Batterien bei der Fernbedienung halten eigentlich ewig. Eigentlich tue ich immer die gebrauchten von anderen Geräten rein, weil die im anderen Geräten schon nicht mehr funktionieren. Und in der Fernbedienung gehen die noch 2 Jahre. Aber gut. Die lädt jetzt von selber, wenn die Sonne scheint. Und wenn die Sonne nicht scheint, kann man per USB-C sie aufladen. Dann haben wir jetzt nochmal was ganz Spezielles. Und zwar das VIDA, das neue. Genau, mit der neuen Fernbedienung kommt auch das neue VIDA-Betriebssystem. Das ist ja schon in der letzten Generation schnell gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt, das jetzt 7.6, ob es noch schneller geworden ist. Aber ihr seht, ich habe hier die Taste. Also das VIDA ist schon mit das schnellste Betriebssystem, das man haben kann. Und es ist auch sehr komplett. Ihr seht das da, Netflix, Disney Plus, Prime Video, YouTube, Apple TV Plus, Paramount Plus, The Zone und da sind bestimmt noch mehr, die man runterladen kann. Ist eigentlich alles mit an Bord, was man so zum Streamen braucht und alles sehr, 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 sehr schnell. Gehen wir wieder hier zurück zu YouTube. Das läuft, ja, also wie bei einem guten Fernseher. Das ist eine sehr schöne Sache. Heimkinoherz, was willst du mehr? Genau. So, also mehr Licht, weniger Abstand, neues Betriebssystem, neue Fernbedienung. Aber einen haben wir noch, die Signalverarbeitung. Die wurde auch verbessert. Der Vorgänger konnte nur 60 Hertz verarbeiten. Der PL2 kann jetzt bei 4K bleibt es auch bei 60 Hertz, aber bei Full-HD-Zuspielung kann er entweder 120 Hertz oder sogar 240 Hertz. Das ist natürlich für Gamer dann eine gute Nachricht, da die Reaktionszeit verkürzt wird, die Bewegungsschärfe sich erhöht, der Input-Lag niedriger ist. Also für Gamer ist er auch besser geeignet. Insofern auch hier ein Schritt nach vorne. Und insgesamt... Die sehr guten Kontrastwerte vom Vorgänger wurden behalten. Der hatte schon die 3000:1 nativen Kontrast. Die hat er natürlich auch noch. Obwohl er jetzt weniger Abstand hat und die Light Engine überarbeitet wurde, wurde das gehalten. Insgesamt also ein kontraststarker, heller und auch von Farben guter Laser-TV. Das unterscheidet ihn am meisten vom PX3. Der PX3 hat ja durch seine RGB-Laserquelle einen riesigen Farbraum, weit über DCI. Er kann von DCI P3, das ist der Kinofarbraum, 85%. Das heißt aber nicht, dass er blass ist, sondern auch noch sehr gute Farben macht. Und das muss jeder selber wissen, ob er dann diese 500 Euro vielleicht lieber sparen möchte. Denn er ist ja fast genauso hell wie der PX3. Ist ein bisschen kompakter sogar. Vom Aussehen ist natürlich immer Geschmackssache, welcher schöner aussieht. Aber insgesamt, er ist nicht teurer geworden, glaube ich, als der PL1. Nee. Und bietet jetzt einige Vorteile. Das heißt, Hisense hat das Gerät, die Reihe, auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Insgesamt, ja, preis-leistungsmäßig ein echter Tipp wieder mal. Ne? Genau. Ja, da haben wir eigentlich schon wieder alles gesagt. Ja, mir fällt jetzt auch nicht mehr ein. Ansehen kann man das natürlich hier bei dir, genau, jederzeit. Bestellen auch. Auch ohne anzusehen bestellen. Ja, dann bleibt uns nur noch vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die bitte dann in den Kommentaren und ein Like. Würden wir uns auch freuen. Richtig. Und wie, das genau wie immer. Und ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Musik.